Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Sims 4. Machen wir weiter. Ich habe gerade spontan einen Tipp bekommen für eine Folge. Deswegen nehme ich gerade nur eine Folge jetzt eben auf. Und Julia ist das Nasty Taste in the Mouth. She could need a mind. Oder Toothbrush, erzähl doch mal, ne? Na komm. Hol mal weg. So, Frohlogundus. Was machen wir? Die Büffel sehen gut aus. Das ist gut. Ich höre, die Wäsche ist fertig. ja, muss man Wäsche weglegen, das kann sich gut zwar machen. Ich denke, das ist gut, ganz gut. Ich hatte was gesagt, was ich machen wollte. Ach, nochmal später, wenn ich wieder da bin. Was könnte sie mal machen? Sie könnte mal malen oder so. Oder bauen. Da kommen wir mal, was steht. Malen können sie auch. Sehr unwohl. Ja, für diese Schwangerschaftsstimmungen hier, ne? Bis das Bonn auf jeden Fall. Was bauen die denn, Alter? Krasse Anleitung. Guck mal, was es wird, wenn es fertig ist. Sehr inspiriert. Das was wir hier. Von der Schwangerschaft schon wieder. Ui, Alters. Krass, Alter, was da abgeht. Ist aber ganz schön lang, oh, das Kind geht sich gut. Schnell hineilen. Kann die überporten. Easy. Bisschen schmusen braucht das Kind, glaube ich, auch. Genau. Oh, was ein Jo. Dann hätten wir es auch wieder. Ich kann gar überall nicht mit den Bauern. Ey, das ist doof. Weil jetzt uns weiter bauen. So, ganz viele Buffs. Bewahre Liebe. Jo. Hier noch Familienzeit. Stolz. Jo, herrlich sauber. Und voller Zuversicht. Nice. Überwiegt. Oh mein Gott, Alter. Krass. Komm ich mal nach Hause hier. Bis 19 Uhr. Wait, bin ich wieder zu Hause. Und ein bisschen Geld, ne? Zack. Und dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal jetzt zum Frauenarzt, wenn ich das finde.
Ist natürlich wieder nicht. Oder wahrscheinlich schon zu. Ja, ey, verdammt. Aber am nächsten Tag. Hallo, erstmal. Guck mal, ich werde erzählen. Alter, hat sich noch nicht getan. Verdammt. Quimble Reginew. Nubu? Winubu! Fumu? Benorf? Oh, Zagu Warba! Also mal hier ein bisschen umarmen hier. Zur Begrüßung. Chifa! Kanu! Yuya! Tinova! Kanu! Skiba Wind? Chub! Vielleicht ein bisschen küssen oder so, ohne küssen. Perfekt. So was mag sie doch. So. Ansonsten Bedürfnisse. Ich glaube, ich muss kurz aufs Klo, das wäre ganz gut. Jo. Ansonsten der Hunger. Der war hoch. Auch mal aufs Klo. Läuft. Sie können mal irgendwie hier das Ding mal zeigen hier, was sie gebaut hat. Jetzt wird sie aber erschöpft. Sie läuft so komisch. Das Spiel natürlich direkt sofort. Muss ja sein. Guck mal, Alter. Ist das mal lieber hier. Sonst kriegt er einen falschen Eindruck. Ich sehe ja, das Kind geht's wieder nicht gut. Dann müssen wir schnell angreifen. Sehr traurig. Ich nehme mal einen Mädchennamen nach oder einen Babynamen halt allgemein. Bin noch hier. Boah, dringend Urlaub. Ach Mensch. So, können wir mal schlafen. So. Und dann warten wir auf den nächsten Tag und dann gucke ich mal. Das geht uns hier vorab dem Faunarzt. Dann können wir sie wie so ein Ultraschallbild holen. Und das Geschlecht des Kindes erfahren. Da kann man es erstmal funktionieren. Ich fühle mich so dick. Bist du doch gar nicht. So, duschen, Toilette. Baby schreibt schon wieder hier. Füttern. Sehr gut. Muss schon gekrüllt werden. Es gibt sehr viel Zuneigung. Warum ist der Schmierschrei? Weiß ich auch nicht, ey. So, Stimme auf, ihr Schlafmütze, ey. Ein großer Tag. Ich würde schon gerne noch diese Folge machen. Die Mutter schon bezahlt, das ist gut. Was hat zur Arbeit? 3 Stunden, ja komm, schaffen wir. Ich hoffe, das geht jetzt. Hoffe ich mal. Links finde ich gerade nicht, verdammt. Irgendwie müsste das gehen. Ich müsste immer hier stehen. Oder geht das nicht wie im falschen Trimester? Ich glaube, ich gehe doch erst ab dem zweiten Trimester. Fällt mir so ein. Dafür können wir sorgen.
Erstes, was soll ich sagen? Das erste, ach so. Hallo? Ist komplett kaputt. Dann brauche ich den mir kurz mal nachsehen. Zweites. Zack. Jetzt ist zerstört, verdammt. Egal. Oder geht's jetzt sonst? Ach doch, jetzt geht's. Supi. Geht doch. Ist immer so kompliziert sein. Und da können wir mal gleich mal das Geschlecht sehen. Ich muss auch schon bei der Arbeit sein, aber. Das war mal wichtiger. Ich bin auch früh genug wieder da. So. Gucken wir mal. Hier steht's nämlich. Ultraschall. Die Patientin ist mit einem Baby schwanger. Es wird wahrscheinlich ein Mädchen. Sehr gut, können wir ein Mädchen also. Und hier sehen wir es, wie es aussieht. Das ist ja nicht so viel, aber. Ja, jetzt habe ich eine coole Ergänzung. Weil jetzt kein Baby brauchen mehr. So ein bisschen komisch. Sie ist jetzt hier heilbar wegen Krankheit. Nee, sie wird nicht krank. Nochmal so ein Thumbnail. So, irgendwie. Und dann verabschiede ich mich auch für die nächste Folge. Alle kriegen weiblichen Zuwachs hier in der Familie. Wenn alles gut geht. Und ja, ich würde sagen, Leute, haut rein. Nee. Und ja, auch einen schönen Tag. Ciao.